Tja, das sind also die Zutaten für dieses rote Linsencurry. Wir haben einmal gewaschene rote Linsen. Wir haben Kokosmilch, wir haben Kokosfett, das ungeliebte giftige Kokosfett. Ich sage dazu nachher gleich nochmal was. Eine Orange, einen frischen Blumenkohl, etwas Cashewmus, Ingwer, eine Peperoni mittelscharf, ein paar Kartoffeln und auch Cashewkerne. So, heute gibt es also das versprochene rote Linsencurry. Also rote Linsen sind schnell gar, innerhalb von 7 bis 10 Minuten. Sie haben so eine leicht eine mehlige Konsistenz, milde Geschmackseigenschaften, sind gut verträglich und besonders in der schnellen Küche sehr beliebt, auch besonders in der indischen Küche. Der Blumenkohl, ich habe jetzt schon mal den Blumenkohl gewaschen, also erstmal von den grünen Stielen entfernt und beziehungsweise Blättern und von diesen Strunken und habe da so kleine Röschen geschnitten. Der Blumenkohl ist jetzt nicht so ein spektakuläres Gemüse. Er wird entweder geliebt oder gehasst, hat einen starken Eigengeruch und Geschmack auch. Aber man kann viel mit ihm machen. Man kann ihn kochen, blanchieren, man kann ihn dünsten, man kann Aufläufe machen. Aber eben auch für Currys ist er super geeignet für ein Gemüsecurry. Ich mache also heute ein Gemüsecurry, bestehend aus Kartoffeln, Blumenkohl, roten Linsen. Ich habe ungefähr so 80 Gramm für 2 Personen hier schon gewaschen. Also Bioprodukte bitte, Bioprodukte benutzen, kann ich euch nur empfehlen. Und ich verwende auch das Kokosfett, das ist ja heiß umstritten, wisst ihr ja. Also mir hat noch eine Zuschauerin einen ganz tollen Link geschickt von einem Professor und Dr. Feil, der Gegenargumente gebracht hat. Also, naja, mit dem Gift, das ist schon also wirklich hoch hergegriffen, dass Kokosfett Gift ist, also schlimmer als Schweineschmalz. Aber wir nehmen ja nicht zentnerweise zu uns. Und ich finde, in Maßen angewendet, sowohl äußerlich als auch für die Küche, besonders für die indische oder asiatische Küche. Also ich mag das sehr gerne, das Gemüse darin anzuschwitzen, also in Kokosfett. Man kann natürlich auch gerne Sesamöl nehmen, passt auch wunderbar. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt also die Herdplatte etwas angeheizt, nehme jetzt Kokosfett mit einem Spatel, ungefähr so, ich mache das immer so frei nach Schnauze und dazu, das ist eine mittelscharfe Chilischote, ich habe die Kerne entfernt. Und etwas Ingwer. Den Ingwer, das presse ich jetzt in so einer Knoblauchpresse. Den habe ich geschält und werde den jetzt hier pressen, samt Saft. Und das kann man ziemlich gut mit so einer Knoblauchpresse machen und dann hier das Fleisch abziehen. Mal 2 halbe Stückchen. Ja. Ihr seht, da kommt ziemlich viel Saft raus. Das gibt dann diesen herrlichen Ingwer-Geschmack. Und Ingwer ist ja auch gut für die Verdauung. Ist auch ein Geschmacksträger. So, ihr seht das, wie ich das jetzt hier erhitze. So, der Blumenkohl ist jetzt dabei. Wird jetzt alles so ein bisschen glasiert. Etwas Wasser. Gibt etwas Wasser dazu, dass das schön köcheln kann. Nun gebe ich noch einen Brühwürfel dazu. Das ist mein Schweizer Brühwürfel, das ist also ein Geheimtipp. Damit gelingt jede Suppe, jede Soße, jedes Curry. Gebe ich jetzt hier noch mit dazu. Eine indische Gewürzmischung. Diesen typisch indischen Geschmack uns schenkt. Dann etwas Kurkuma. Kurkuma gibt den Gerichten auch immer so eine leicht gelbe Farbe. Etwas Salz. Und jetzt habe ich hier noch so ein Currypulver. Das streue ich jetzt auch noch darüber. Und jetzt kann das schön vor sich hin köcheln. Nur nach circa einer Viertelstunde ist das Gemüse gar. Und jetzt schöpfe ich ein wenig Flüssigkeit ab. Jetzt gieße ich die Kokosmilch dazu. Und die gewaschenen Linsen.
das Ganze wieder umrühren und zum Köcheln bringen. So, ich würze es noch mal ein bisschen nach mit ein bisschen Salz, weil die Kartoffeln und der Blumenkohl, die schlucken doch ganz schön viel Pfeffer aus der Pfeffermühle. Und einen Teelöffel mit Cashewmus. Das könnt ihr natürlich auch gerne Erdnuss, also ihr könnt auch Erdnussmus nehmen. Dann gebe ich noch ein bisschen Orangensaft dazu. Ich habe das Curry jetzt abgefüllt, um jetzt so ein kleines Topping, so ein bisschen Extravaganz zu bekommen. Also wer Cashewkerne mag oder Erdnusskerne, könnt ihr auch nehmen. Ich habe jetzt hier so ein paar Cashewkerne in den Mörser, mache die ein bisschen klein und gebe die dann klein gehackt. Was also sehr, sehr lecker schmeckt, über das Curry. Und was ganz Tolles, das habe ich im Bioladen entdeckt, das ist so gerösteter, gesalzener Sesam. Eine ganz tolle Geschmacksnote. Das könnt ihr noch über das Curry streuen. So, ihr Lieben, das ist jetzt ein schneller Küchentipp gewesen. Schnelle Küche, ein Curry aus Kartoffeln, Blumenkohl, roten Linsen, Kokosmilch, Ingwer, mittelscharfe Chili, Cashewkernen, gerösteten Sesam. Ich schreibe die Zutaten gerne in die Infobox und viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss!